Hallo und herzlich willkommen bei den Nerdnets. Ich bin Annette und ich bin ein Nerd und ich freue mich, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Das hier ist mein kleiner Strick-Podcast und hier erzähle ich dir jede Woche, was ich die vergangenen Tage so gewerkelt habe. Ja, und bevor ich es wieder vergesse und nachträglich reinschneiden muss, das hier ist eine Dauerwerbesendung, weil ich euch Dinge in die Kamera halte, wie wolle. Oder ich nenne die Designer von den Strickanleitungen, die ich gerade am Nachstricken bin. Ich zeige euch Nadeln und sonstige Dinge und all das kann man als Werbung verstehen, wenn man es dann möchte. Und deshalb ist es welche. Ja. Also, ich bin Annette, ich bin 36 Jahre alt. Ich wohne hier mit meinen beiden Kindern, Hund, Katze und zwei Kaninchen im schönen Allgäu. Und ja, schön ist es. Mal mehr, mal weniger. Heute ist es okay. Also es könnte passieren, dass ihr den einen oder anderen Regenbogen wieder seht, aber schauen wir mal. Gut, ich habe diesmal dabei die Decke und, wie soll man sagen, ich habe gewissermaßen einen Meilenstein erreicht. Ich hatte die Woche eigentlich ein größeres berufliches eine größere berufliche Zeiteinschränkung geplant. Das hat nicht ganz so viele Termine drumherum geschaufelt, private Art. Und jetzt ist dieses berufliche Ereignis nicht eingetreten. Wir mussten leider verschieben. Und das bedeutet, ich hatte ein bisschen mehr Zeit zum Stricken. Das ist nicht unbedingt doof. Ja, und ich habe weiter gestrickt an meinem Monster. Und wie man schon sieht, dieses Monster ist mittlerweile riesengroß. Es ist eine Corner-to-Corner-Decke. Das hier ist die Anschlagsecke. Und bisher habe ich immer weiter zugenommen und zugenommen und zugenommen. Und hier auf dieser Seite sieht das auch immer noch so aus, als würde ich das nach wie vor tun. Auf dieser Seite stimmt das auch. Aber es wird ja eine Corner-to-Corner-Decke. Und wenn ich die auf der anderen Seite ausbreite, dann sieht man, dass etwas passiert ist. Ich bin um die Ecke gegangen und habe jetzt im Prinzip mit dieser Woche angefangen, meine Reihen nicht weiter zu verlängern. Ich nehme also auf dieser Seite hier ab und auf der anderen Seite tatsächlich nach wie vor zu, was bedeutet, dass die Reihen genau gleich bleiben. Ich meine endgültige Breite erreicht habe, aber noch nicht ganz die Höhe. Ja. Also, so viel ist dazu gekommen in der Höhe. Dieser Marker hier zeigt mir die Ecke. Also bis zu dieser Reihe hier habe ich zugenommen. Zu dieser Reihe und diese Reihe dann schon nicht mehr. Das ist einfach nur für mich so ein bisschen. Ja, also hier sieht man auch, dass ich das letzte, wo ich das letzte Mal war, das ist tatsächlich die gleiche Reihe. Also ich habe Marker hier reingesetzt und ich habe glaube auch drei neue Knäuel dran hängen. Ich muss mal gucken, zwei habe ich. Wo ist der dritte? Der versteckt sich so ein bisschen. Hier ist er. Also aktuell hängen dran ein schwarzes Knäuel. Das ist der Rest von meinem 3 in 1 von der untersten Lage und das ist nicht mehr viel. Das sieht nur noch sehr knautschelig aus, aber das kann man hervorragend. Das wäre kein großer Knäuel mehr. Dann habe ich dran einen ungefärbten Rest. Und ich habe dran ein Opal-Abo aus dem Frühjahr. Januar? Nein, ich glaube, es war im letzten Dezember. Das müsste ein Opal-Abo-Knäuel aus dem Dezember sein. Ja. Und das gibt gerade aktuell eine interessante Mischung, nachdem im vorherigen Abschnitt die Farben sehr harmonisch waren, haben sie jetzt insgesamt einen großen Kontrast und das macht das natürlich auch spannend. Ich nehme einfach immer die nächste Farbe aus der Kiste, wobei ich gerade aktuell schaue, dass ich vielleicht nicht ganz kleine Knäuel nehme, sondern eher die größeren nehme, weil sich die jetzt hier in der Deckenmitte natürlich relativ gut aufbrauchen und keinen so großen Stellen ergeben. Natürlich flächenmäßig schon, aber es verteilt sich ja auf die komplette Breite. Und deshalb ist auch das Schwarz insgesamt jetzt vielleicht nicht ganz so
dominant, wie wenn das an der Ecke erschienen wäre. Ja, also das ist gerade so ein bisschen die Strategie dahinter. Wer das Monster nachstricken möchte, der findet auf meinem Channel eine Tech-Talk, wie das funktioniert. Das könnt ihr einfach nachstricken. Ihr könnt das genauso wie ich machen mit 3 Fäden und in meinem Fall jetzt 8er Nadeln. Ihr könnt mehr Fäden nehmen oder weniger, wie euch gerade lustig ist. Ihr müsst natürlich auch keine Reste nehmen. Ihr könnt auch frische Wolle nehmen. Ja. Aber ich finde die super zum Reste aufbrauchen, weil die einfach auch das, also einen Haufen Wolle wegfrisst. Das muss man schon sagen. Ja, also jetzt endgültige Breite erreicht. Ich denke, dass ich dieses Jahr noch die Höhe erreichen werde. Und dann mal schauen. So, also. Das Monster. Ich habe einen Tee dabei. Das ist Ingwer Orange von Teekanne. Das ist mein absoluter Lieblingstee gerade im Moment. Ingwer mag ich eh. Aber die Kombi mit Orange, die ist super. So. Ich habe seit letzter Woche was fertig bekommen. Mein aktuell, also es war zu dem Zeitpunkt mein ältestes Projekt. Das heißt, es ist nicht viel. Ich habe Anfang September, also die Decke zähle ich nicht mehr. Das ist so ein Dauerding, das ist kein wirkliches Projekt, das ist aber die eigentlichen Projekte. Davon war das hier das älteste. Und das habe ich Anfang September angefangen. Und zwar ist das mein aktuelles Stricksex in 2020 Projekt. Ich habe mir für Stricksex in 2020 6 Wollknäuel rausgelegt, die schon eine ganze Weile in meinem Stash herumgelungert haben. Und dieses Wollknäuel war das hier. Das ist eine Farbe, die ich als etwas anderes gekauft hatte, als ein helleres Gold. Ist von Irish Fairy Tale Yarns. Die Banderola sieht so aus und ist schon ein bisschen sehr gruselig, weil das Ding, wie gesagt, schon ein bisschen älter ist. Farbe heißt Golden Cobra. Und ja, dann kam das damals an. Das war nicht das, was ich erwartet hatte. Dann ist es erstmal ins Stash gewandert und irgendwie hat es nicht zu mir gesprochen. Deshalb habe ich es mitgenommen im 2020. Aber auch jetzt ist mir die zündende Idee dann irgendwie für mich persönlich nicht gekommen. Und deshalb habe ich beschlossen, ich stricke ein paar Stulpen. Und das hier sind sie geworden. Das sind ganz, ganz einfache Stulpen. Ohne Schnickschnack im Prinzip. Die haben bisher noch keine Anleitung. Ich habe eine geschrieben. Die sind ist gerade so ein bisschen in der Testphase, weil ich noch nie eine Stulpenhandschuhe eine Anleitung geschrieben habe. Und ja, also die sind ganz einfach. Es ist ein Rippenbündchen über die komplette Stulpe. Man hat ein bisschen einen Daumenkeil und natürlich einen Daumen und das war es auch schon. Durch das Rippenbündchen zieht sich das ordentlich zusammen und passt gut. Also es fühlt sich sehr gut an die Hand an und es passt großen Händen und ich habe relativ große Hände. Und es passt definitiv auch kleineren Händen. Und man wird auch noch eine größere Hand reinbekommen als jetzt meine. Diese Stulpen gehen an Tanja von Tanjas Wollzeit für ihren Verein Düsseldorfer Wollengel. Und dann dürfen sie dort einem Obdachlosen die Hände wärmen, jetzt wenn es dann kälter wird. Ja, ich muss sie noch fotografieren und dann können die ab in die Post. Ja. Also das ist fertig, Anleitung kommt bei Gelegenheit, dann sage ich es euch. Ansonsten bin ich gerade noch an weiteren Anleitungen am Schreiben, aber wie das so ist, Zeit tut so. Ja. Dann habe ich euch das letzte Mal meinen Simple Summer Cigarette gezeigt. Das wird ein Pullover. Der ist von Osa Trikosa. Ich glaube, sie ist Norwegerin vom Namen her. Und das ist im Prinzip ein Pullover, der sich nahtlos von oben nach unten strickt. Das letzte Mal
war ich da, wo der Marker sitzt. Es ist also ein bisschen was dazugekommen, nicht übermäßig viel. Ich hatte irgendwie andere Projekte diese Woche, die meine Aufmerksamkeit mehr gefordert hatten. Aber ich habe weiter gestrickt. Die Ärmel sind schon angesetzt. Die sehen nachher so aus, als wären die eingenäht, sind sie aber gar nicht. Und ich habe jetzt vorne das Vorderteil weiter gestrickt und in der nächsten Reihe wird das Ganze verbunden und ab da geht es dann in der Runde weiter. Ja, eine sehr interessante Strickweise insgesamt, vor allen Dingen am Anfang, jetzt aktuell war es im Prinzip ähnlich wie bei einem Raglan Zunahmen an verschiedenen Stellen und nicht mehr, also es ist generell nicht schwierig, macht einfach das, was da steht. Die Anleitung ist super geschrieben und ich bin sehr, sehr gespannt. Also wie gesagt, jetzt kommt dann das Runde schließen und damit fallen dann die Rückreihen flach. Das wird tatsächlich ein Rundhals. Letztes Mal war ich mir noch nicht sicher, aber ob es jetzt Rund- oder V-Ausschnitt ist. Aber es ist ein Rundhals und die Anleitung heißt Simple Summer Cigarette. Die ist in Osa Trikosas Buch vorhanden. Ich habe es als E-Book. Man kann es auch einzeln kaufen. Das ist eine englische Anleitung, aber wie gesagt, also auch wenn die Konstruktion nicht einfach ist, ist es doch sehr, sehr gut beschrieben und ich glaube, das bekommt man gut hin. Ich stricke es auf Dreiernadeln und die Wolle, die ich verwende, ist von Volohulika. Aktuell habe ich diese Wolle hier auf den Nadeln. Das ist eine ganz normale Sockenwolle. Und der Plan ist, dass ich da einen Feld einbaue für das obere, für die oberen zwei Drittel oder so vom Pulli. Dafür habe ich insgesamt vier Farben. Die hängt gerade dran. Und das sind die anderen. Und im unteren Teil wird ein Stück abgesetzt in einer anderen Farbe und das ist auch eine Volohulika-Wolle, nämlich diese hier. Und ich glaube, dass die insgesamt dann sehr harmonisch aussehen. Ich mag gerade aktuell dieses Bunte von diesem ersten Strang. Der fällt so ein bisschen aus der Reihe. Die anderen sind, ja, also der hier würde ich mal sagen, sehr hellblau. Da habe ich dann eher ein Petrol drin. Kommt jetzt irgendwie ein bisschen grüner raus, als es ist. Und der hat definitiv einen Grünstich. Und ich denke, das wird eine schöne Sache. Jetzt möchte ich erstmal zur Runde schließen und dann überlege ich mir, wann ich in die erste, also in diese zweite Farbe reinfade, ob ich das noch tue, bevor ich die Ärmel abtrenne. Wahrscheinlich. Oder danach. Ja, also das werdet ihr noch eine ganze Weile sehen mit den Dreiernadeln. Das funktioniert nicht ganz so schnell und das hat jetzt auch keine wirkliche Priorität. Aber wie ich immer wieder feststelle, und das hier ist keine Ausnahme, ich mag einfach Pullis in Sockenwollstärke. Das hier ist der Ringel-Ringel-Reihe Long von Kerstin Esch. Den habe ich vor 2 Jahren jetzt, glaube ich, gestrickt. Und ja, aus solargefärbter Wolle trage ich wahnsinnig gerne, weil der zwar warm macht, aber jetzt nicht super warm und den kann man gut im Übergang tragen. Ja, und ich hoffe, dass der hier eben ähnlich wird und dem Pullover Gesellschaft leistet, weil arg viele Pullis in Fingeringstärke habe ich gar nicht. Also wird es Zeit, dass da vielleicht noch ein paar dazu kommen. So, es wohnt in meiner Projekttasche von Katharina, eine Weihnachtsprojekttasche. Ich hoffe, ich kriege den fertig bis Weihnachten und der ist also proppenvoll mit den vielen Wollen gerade. Aber ja, dann habe ich auf den Nadeln. Und ja, ich habe es tatsächlich auf dem Nadel. Ums Haar wäre das nicht gegangen, aber ich habe dann doch noch angeschlagen.
Ich habe euch das letzte Mal Socken gezeigt, die ich auf den Nadeln habe, für mein kleines Kind, wobei klein relativ ist, der wächst. Und zwar diese hier. Ich habe hier am Schaft das estnische Spiralmuster gestrickt. Das zieht sich gut zusammen, ist aber auch schön dienbar, also er kommt da schon rein. Und hier am Fuß dann, weil sich das ja so spiralt, tatsächlich habe ich glatt gestrickt. Das letzte Mal war ich kurz nach der Ferse, also Ferse schon dran, und hier im Blauen war ich. Und ich habe jetzt noch den Fuß nach vorne gestrickt. Das ist eine Butinette-Sockenwolle, die heißt Bad Ischl. Und davon hatte ich noch einen Rest. Nicht allzu viel, für ein großes Paar Socken hat es mir wohl nicht gereicht, aber für ein paar Kindersocken schon. Und meinem Zwerg macht das überhaupt nichts aus, wenn die nicht gleich sind. Ganz im Gegenteil, er findet unterschiedliche Socken total cool. Ja, also erste Socke fertig. Ich habe eine Bumerangferse gestrickt und eine Bändchenspitze. Und die Wolle ist, wie gesagt, von Butinette. Qualität mag ich sehr gern, die Farben sind jetzt nicht ganz meins, aber ich glaube, dem Kind gefallen sie. Ja, und dann habe ich natürlich erste Socke fertig, so ein Kind hat zwei Füße, man muss also den zweiten Socken auch anschlagen, das habe ich getan. Ich habe das Bündchen gestrickt und dann ein bisschen weiter geguckt und ihr seht schon, da kommt ein Knoten. Und wenn ich das richtig sehe, dann kommt direkt danach eine weiße Stelle. Das heißt, es ist nicht nahtlos übergegangen normalerweise. Also das hier ist die Farbe, die ich gerade stricke. Und das Weiße gehört schon zu diesem Teil. Das heißt, da fehlt ein ganz schönes Stück nur Braun. Und ich bin froh, dass ich die nicht identisch stricken wollte, weil es hätte bedeutet, dass ich jetzt noch mehr hätte abwickeln müssen. Und ich habe, wie gesagt, nicht allzu viel. Ich weiß also nicht, ob es noch reichen würde, wenn ich es abwickeln würde. Aber es ist auch nicht tragisch. Also wie gesagt, ich werde jetzt den Knoten rausschneiden, neu ansetzen und dann einfach weiter stricken. So einen Knoten in der Wolle empfinde ich auch nicht als tragisch, solange es bei einem oder zwei bleibt. Wenn sich die Farbe tatsächlich verändert, hatte ich auch schon, dann ist das mehr als ärgerlich. Und wenn dann der Kundenservice noch nicht mal passt, dann ist es noch ärgerlicher. Aber wie gesagt, nicht bei dieser Wolle. Diese Wolle hat jetzt diesen ersten Knoten da. Das ist in Ordnung. Ja, also da stricke ich weiter. Das ist eine kostenlose Anleitung auf Deutsch. Und ja, diese Anleitung hat nur diese eine Reihe. Es gibt keine Zwischenreihe. Es ist eine Anleitung mit genau einer Reihe, die ist denkbar einfach zu stricken. Man macht immer das Gleiche und hat einen tollen Effekt, finde ich, weil es das Muster schön aufbricht. Ja, also das macht Spaß. So. Dann habe ich das letzte Mal ganz frisch auf den Nadeln gehabt. Ein zweites Paar Socken, das ich für meine Geschenkekiste stricken möchte. Und ich war am Grübeln, was für ein Muster ich einstricke. Und habe mich jetzt tatsächlich für ganz klassische Skippies entschieden. Ich habe vom aktuellen Opal-Abo einen Knäuel rausgegriffen. Und ich möchte Socken stricken in Schuhgröße 46, 47. Ja, der Schaft wird nicht allzu lang. Ich bin mir nicht sicher, wie weit man mit einem Knäuel kommt in dieser Größe. Die stricke ich jetzt nicht mehr ganz so häufig. Vielleicht irgendwann mal wieder, wenn die Kinder größer werden. Das kann gut passieren. Ich habe ein 1 rechts, 1 links Bündchen gestrickt. Das habt ihr letztes Mal fertig gesehen. Und dann habe ich angefangen zu stricken und das sieht im ersten Moment aus, als wäre es glatt. Ich habe aber tatsächlich ein fast 3 rechts, 1 links eingestrickt, nicht ganz, weil nicht ganz aufgegangen ist. Und natürlich hier die Skippies. Ja, das Muster ist kostenlos, es ist von mir. Ihr könnt das auf Ravelry einfach runterladen. Ich finde, es strickt sich super weg.
Ich finde auch, dass es gut rauskommt mit musternder Wolle. Und das ist so ein kleines Muster, das weder viel Anspruch, also weder einen beim Stricken besonders anspruchsvoll macht, aber so ein bisschen die Langeweile aus den Stinos rausnimmt. Ja, stricke ich gerne, immer wieder. Und ja, jetzt mal schauen, wie lange ich den Schaft jetzt stricke. Ich bin jetzt aktuell, wie gesagt, bei ungefähr 10 cm Schaft. Ein bisschen was darf noch dazukommen. Und dann werde ich die Ferse stricken. Ja, also. Ich stricke es auf 2,25er Nadeln. Das sind meine Sockennadeln. Und ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Jo. So. Das letzte Mal hatte ich ganz frisch auf den Nadeln, frisch angeschlagen, ein neues Projekt. Habe ich was vergessen? So, jetzt ist hoffentlich alles an Bord. Ja, also ich hatte ein neues Projekt auf den Nadeln, war noch nicht allzu weit gekommen und das ist der Dotted Race. Das ist eine Tuchanleitung von Steven West. Dieser Dotted Race stand schon sehr lange auf meiner Liste und ich hatte schon sehr, sehr lange die Wolle dazu. Ich habe verstrickt, Rohrspatz und Rollmeise Pure, die Farbe Elizabeth und die Farbe Mr. Darcy. Ja, und die Anleitung ist in Westnitz Bestnitz, dem Buch, dem ersten Buch, glaube ich, von Steven West, das habe ich. Und ja, also ich wollte die ganz normale Dotted Race Version stricken. Das gibt mittlerweile mehr als nur diese eine. Es gibt das auch zum Beispiel mit einer Chiffonkante unten. Auch sehr hübsch, aber ja, ich wollte eigentlich eine schlichte Version stricken. Und außerdem wusste ich, dass ich natürlich mit den zwei Rohrspatz- und Wollmeise-Knäuel ein bisschen mehr als 1000 Meter zur Verfügung hatte. Das hätte mir für die Chevron-Variante einfach nicht gereicht. So, ich zeige euch das mal. Das letzte Mal war ich da, wo der grüne Marker sitzt. Und ich hatte damals schon das Gefühl, dieses Ding will von der Nadel. Und das ist dann diese Woche auch passiert. Also da sind keine Nadeln mehr drin. Liegt daran, dass es fertig geworden ist in 6 Tagen. Man fängt also hier an zu stricken. Das weiße hier ist der erste Wedge, also quasi ein Keil. Und man kann den natürlich auch einfarbig stricken oder hervorragend auch in dem Farbverlauf. Gibt es ganz tolle Varianten. Aber ich wollte eben diese zwei Farben im Prinzip abwechseln und habe immer einen Wedge in Elisabeth, das ist die helle Farbe, und in Mr. Darcy, das ist die dunkle Farbe, gestrickt. Und ich finde den Effekt sehr, sehr schön. Ja, die Wedges werden dann von Wedge zu Wedge größer. Und am Anfang stricken die sich noch sehr, sehr schnell weg. Und irgendwann kommt so der Punkt, an dem so ein Wedge echt lange dauert, weil die ja nicht nur die mehr Breite bekommen, sondern auch mehr Tiefe. Also wenn man sich so die letzten Wedges hier anguckt, ich glaube, der hat 26 Reihen. Ja. Die Anleitung sieht vor, also dass man, also es gibt das in verschiedenen Größen. Ich weiß, dass jetzt meine Anleitung sagt, es gibt Größe S und Größe L. S sind 13 Wedges, L sind 15 Wedges. Bei der neueren Version, die Katharina gerade strickt vom Late Night Knitting Podcast, gibt es auch noch die Super Large Version. Da strickt man 15 Wedges. Plus dann diese Borte unten drunter. Ja. Und wie ist das, wenn man die Wahl hat zwischen S und L? Man entscheidet sich natürlich für M. Ich habe 14 Wedges gestrickt. Eigentlich hätte ich gerne hätte Fahrradkette die große Version gestrickt. Aber die Wolle hat
bestimmt, dass ich keine große Version stricke. Mir war schon nach Wedge 11 oder so ziemlich klar, dass es sich mit 15 Wedges wohl nicht ausgehen würde, weil so ein Wedge dann auf einmal erstaunlich viel Wolle frisst. Und nach Wedge 13 hatte ich, und Wedge 13 ist ja ein heller, ne? Hatte ich von der hellen Farbe noch 28 Gramm übrig und mir war klar, das reicht niemals für Wedge 15. Und ich hatte von der dunklen Wolle noch 60 Gramm übrig und habe gedacht, das könnte knapp für Wedge 14 reichen. 60 Gramm. Ja. Ich zeige euch mal, was übrig ist. Das sind 0,69 Gramm laut Feinwaage. Ich habe den Wedge fertig bekommen. Aber ich habe ganz dezent geschwitzt. Ja, es wäre jetzt auch nicht tragisch gewesen, wenn ich da ein, zwei Reihen weggelassen hätte. Die werden ja immer kürzer. Man strickt zuerst einmal rüber und dann verkürzt man immer mehr. Und ob ich dann hier oben die ganz kleinen Reihen noch geschafft hätte oder nicht, wäre es vielleicht nicht ganz so wesentlich gewesen. Aber es hat gereicht, wie gesagt. Also 0,69 Gramm sind übrig. Und dann habe ich mich an den I-Quad gemacht. Da muss man auch noch einmal drüber strecken. Man strickt nochmal so eine Lochreihe in der neuen Farbe. Und dann kommt der I-Quad. Und von den 28 Gramm habe ich dann nochmal 14 Gramm für diese Reihe plus I-Quad verbraucht. Und das hier ist also der Rest von Elisabeth, der ersten Farbe. Ja. Also, mein fertiger Dotted Race, noch nicht gebadet, noch nicht gespannt, wobei ich nicht weiß, ob ich den spanne, aber ich werde ihn auslegen, mit Sicherheit zum Trocknen, dass der eine schöne Größe kriegt. Und ich finde die Farben super schön, auch wenn lila eigentlich nicht meins ist, aber es sind eher so grau-lila Töne und dann ist es in Ordnung, finde ich. Ja, also das ein super schnelles Projekt. Ich habe es gestrickt auf 4er Nadeln und der hat auch ordentlich Spannweite. Also wenn man kurz hier jetzt in die volle Spannweite geht, dann sind wir hier und das ist dann noch das, was drüber raushängt. Das ist also ein Tuch, das mir definitiv groß genug ist und auf das freue ich mich. Ja. Also, das ist eine Kaufanleitung auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es die auch irgendwo übersetzt auf Deutsch gibt. Manches die West-Anleitungen, vor allen Dingen die älteren, findet man übersetzt. Ich habe aber auch schon gehört, dass die dann oft Fehler haben, aber dazu kann ich nichts sagen. So. Ja, also das war's an Sachen, die ihr schon kennt. Und ich habe euch das letzte Mal viel Wolle gezeigt, die damals frisch zu mir gekommen ist, nämlich die Fine Rauma Petit Tour. Einen ganzen Karton voll habe ich geordert, in diesem Hellgrau, in Schwarz und in diesen drei Farben, Gelb, Orange, Rot. Da ist keine Banderole mehr dran und das hat einen Grund. Ich habe nämlich angestrickt. Ich habe das letzte Mal den Farbtellerrand kahl ausgerufen. Strickt an der Einleitung in einer Sprache, die ihr nicht sprecht, die ihr nie gelernt habt. Das ist die Voraussetzung. Wenn ihr in der Schule 2 Jahre Spanisch gehabt habt oder selbst nur eins, dann gilt Spanisch für euch nicht. Ihr dürft nur in Anleitungen stricken, die von der Sprache, die ihr nie gelernt habt. Für mich ist das eine norwegische Anleitung und mein Norwegisch ist nicht vorhanden. Ja, ich habe angefangen und ich bin so weit. Das ist die Anleitung Brennheit von, ja, die Designerin habe ich natürlich vergessen. Mal gucken, ob ich die mal auf die Schnelle rausfinde. Ja, der heißt auch Flaming Hot und das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, leider ein bisschen fehl, weil auf Englisch gibt es sie nämlich nicht.
Ja, die ist von Vanja Blix Langsrud. Und es ist eine Anleitung für eine Colorwork-Jacke, die sich mein Freund wünscht. Wie man sieht, stricke ich zuerst den Ärmel. Das habe ich bei meinem Jura-Cardigan damals gemacht. Das ist auch eine Colorwork-Jacke. Und ich finde so einen Ärmel hervorragend geeignet als Maschenprobe. Als große Maschenprobe. Man soll ja immer auch eine gewisse Größe erreichen mit dieser Maschenprobe. Und vor allen Dingen ist die Maschenprobe in Colorwork natürlich angegeben. Und ich habe ehrlich gesagt wenig Lust, einen Probelappen in Colorwork zu stricken, um die Maschen auszuzählen. Jetzt sind die Maschenanzahlen hier unten am Ärmel in den Größen, die in Frage kommen. Und ich weiß, dass ich jetzt nicht so furchtbar weit weg sein werde von dem, was die Designerin so angibt. Vergleichbar, und ich war mir auch sicher, dass mein Freund hier gut durchkommt. Tut er auch. Und jetzt kann ich dann demnächst mal auszählen, um zu schauen, in welcher Größe muss ich denn tatsächlich stricken. Gerade beim Ärmel ist es natürlich auch so, dass man den insbesondere bei etwas muskulöseren Oberarmen hier vielleicht auch passend anpassen muss. Das muss ich mal schauen, ausrechnen. Aber wie gesagt, dazu fehlt mir jetzt noch ein bisschen Colorwork, aber ich habe angefangen. Man sieht schon so ein bisschen die Flammen, also das hier unten. Ja, also Flammen in Gelb, Orange und Rot. Und wie man vielleicht auch erkennen kann, habe ich aktuell alle drei Farben auf der Nadel. Ja, das ist schon eine gewisse Herausforderung, das muss man so sagen. Aber es macht Spaß. Und ich denke, wenn ich dann mal den Hauptteil der Jacke erreicht habe, und das sind dann viele Totenköpfe in Schwarz und Weiß, geht es einfacher, weil die Flammen sind natürlich nichts, was irgendwie jetzt besonders regelmäßig ist oder wo man sich das Muster gut merken könnte. Ja, ich stricke jetzt auf 3er Nadel. Ich habe das Bündchen auf 2,5er gestrickt, bin dann 1 hochgegangen. Und ich habe mir neue Nadeln geordert, weil ich muss demnächst zunehmen. Und mit den 15er Nadeln werde ich da an meine Grenzen kommen. Ich habe aber auch keine langen Nadeln, also in 3 mm. Und deswegen muss was Neues hier, aber so ist das. Ja, das also mein Beitrag zum Sprachtellerrand-Karl. Ich bin diverse Dinge gefragt worden. Unter anderem, ob man mitmachen kann mit einem Projekt, das schon existiert, ja, könnt ihr gerne. Ich bin gefragt worden, wie man denn teilnehmen kann, weil das habe ich beim letzten Mal noch nicht verraten. Ich habe es auch noch nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe jetzt Folgendes beschlossen. Der Karl läuft bis Ende März. Ich werde jeden Monat einen Strang Sockenwolle färben und verlosen. Und zwar an alle, die mir ihr fertiges Projekt per Mail schicken. Die E-Mail-Adresse und alles andere, was ich euch gezeigt habe, findet ihr in der Infobox. Wenn ihr also eine Anleitung in einer fremden Sprache, die ihr nicht beherrscht, gestrickt habt, dann seid so nett und schreibt mir und schickt mir Fotos mit oder verlinkt am besten das Ravelry-Projekt. Das freut immer alle Designer, wenn ihr das macht. Ein Ravelry-Projekt anlegen und auch Fotos zeigen. Und schreibt rein, mit was für einer Sprache ihr das gestrickt habt. Wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr erzählen wollt, dann freue ich mich, aber es ist kein Muss. Ja, also aus den fertigen Projekten verlose ich jeden Monat einen Strang Sockenwolle, den ich selbst färbe. Ich habe aktuell gerade Wolle eingeweicht, das heißt, ich werde heute noch färben. Ich denke, den werde ich euch beim nächsten Mal zeigen. Ja, also jeden Monat einen Strang per Mail. Und dann werde ich Ende März aus allen, die den Instagram Hashtag Sprachtellerrandkarl benutzt haben, noch einen weiteren Gewinner ziehen. Ob das Projekt dann fertig geworden ist oder nicht, spielt dann für mich keine Rolle. Ja, also das, mein Sprachtellerrandkarl. Und ja, ich finde es so fair, weil ich damit diejenigen belohne, die es tatsächlich fertig bekommen. Und ja, das Ziehen aus den E-Mails ist natürlich vergleichsweise aufwendig, weil ich eine Liste führen muss. Das Ziehen aus Kommentaren oder aus dem Instagram-Feed ist viel, viel einfacher.
Auch wenn das natürlich bedeutet, dass ich diejenigen dann ausschließe, die keine, die den jeweiligen Account nicht haben. Aber ganz ehrlich, der tut eigentlich auch niemandem weh. Ja, man muss ja nicht seine Haupt-E-Mail-Adresse verwenden. Man kann sich da ja auch eine anlegen, die man ausschließlich für sowas verwendet. Und ja, so. Das Gewinnspiel hat nichts mit YouTube oder Instagram zu tun, wird ausschließlich von mir veranstaltet. Um da teilzunehmen, müsst ihr eine europäische EU-Adresse haben, keine Schweizer Adresse bitte. Wenn ihr in der Schweiz wohnt und eine deutsche Versandadresse angeben könnt, dann ist das schön, dann passt das. Ihr müsst natürlich volljährig sein und damit einverstanden, dass ihr mir eure Adresse gebt, weil sonst kann ich es nicht verschicken. Ja, so. Und dann habe ich noch was gemacht. Ich habe eine Maschenprobe gestrickt. Wie sieht es so aus? Das ist eine Kraus-Rechts-Maschenprobe. Relativ ungewöhnlich, dass man die Kraus-Rechts strickt, aber wenn das Strickstück in Kraus-Rechts gestrickt wird, macht das ja Sinn. Das ist meine Maschenprobe für den Wear With All, für die Wear With All West, die wir stricken wollen. Die werde ich heute noch anstricken. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Ja. Die Wolle habe ich euch schon gezeigt. Wer noch mitstricken mag, der kann sich gerne melden. Dann nehmen wir euch gerne noch in die WhatsApp-Gruppe auf. Es ist eine interessante Anleitung mit viel Messen, ein bisschen Rechnen. Wobei es jetzt keine schwierige Mathematik ist, also keine Sorge, die kriegt ihr alle hin. Wir haben alle einen Taschenrechner zu Hause. Das macht alles keinen Stress. Und also man muss sich ausmessen, man muss diese Maschenprobe messen, also stricken und messen. Und dann gibt es ein bisschen was zu rechnen in der Anleitung und dann bekommt man hoffentlich eine Weste raus, eine ärmellose Weste, die einem gut passt. Ich denke, die geht relativ schnell, weil ich werde es mit 5er Nadeln stricken, doppelfältiges Sockenwollgarn. Und wie gesagt, die hat keine Ärmel, da geht es eigentlich immer recht schnell. Ja, so. Damit bin ich im Prinzip durch. Ich habe noch ein bisschen Stash-Zuwachs bekommen. Und Hannah ist schuld. Hannah ist an ganz vielem schuld, unter anderem am Dotted Race, weil die den schon letztes Jahr angeschlagen hat. Und an der Monsterdecke. Und an meinem Einkauf. Ich glaube, das wird der Folgentitel. Hannah ist schuld, das wollte ich schon immer mal machen. Kann man schon mal machen. Ja. Also, Hannah hat am Wochenende, Wochenende war es schon da. Also irgendwann letzte Woche hat sie aus, ich glaube, dem Newsletter vom Mondschaf gepostet, dass da Färbungen aus dem Sortiment gehen. Und die auch ein bisschen runtergesetzt waren. Und dann habe ich gesehen, dass da eine Färbung dabei ist, die ich noch nie besessen habe, aber die Referenz toll finde. Und dann habe ich noch ein bisschen rumgeguckt, da habe ich noch eine zweite Referenz toll gefunden, die ebenfalls aus dem Sortiment geht und deshalb sind zwei Stränge hier eingezogen. Zum einen habe ich Soylent Green gekauft. Und so sieht Soylent Green aus. Also nicht sehr spektakulär, um ehrlich zu sein. Ich muss mal kurz gucken, wie der Film auf Deutsch heißt, weil ich ihn nicht auf Deutsch kenne. Ja, 2022, die überleben wollen. Ein älterer Film von 1973, Science Fiction. Und die Menschen essen, also es herrscht insgesamt Nahrungsmangel und es gibt im Prinzip hauptsächlich künstliches Essen für den Großteil der Bevölkerung, nämlich Soylent, ich vermute, dass es gelb heißt auf Deutsch und Soylent rot dann wohl. Und ab und zu gibt es auch Soylent Green, das alle total lecker finden. Und ja, ich erzähle euch jetzt nicht, wie es weitergeht. Mag den Film nicht verraten, wer den noch nie gesehen hat.
Schaut mal rein, also ein bisschen älter, der macht trotzdem Spaß. Also was heißt Spaß? Ist ein guter Film, finde ich. Einer, der nachdenklich macht. Und ja, also das hier ist Soylent Green. Und der glitzert. Ja, also ich habe den auf der Andromeda Base gekauft. Ich mag die gern, weil die auch diese perlige Struktur hat. Die finde ich immer wieder schön. Ja, also das war eins der beiden. Und die zweite, die ich eigentlich zuerst gesehen habe, weil die ist einfach der absolute Hammer, ist It's Never Lupus. Eine Dr. House-Referenz, den ich sehr, sehr gerne schaue. Und die Farbe ist einfach der absolute Hammer. Und dann habe ich reingeschaut und dann die normale Sockenwolle war schon weg. Im Prinzip war, ich glaube, es gab noch ein Mini und es gab das Ganze in, wie heißt das Flauschzeug? Das ist das ganz dünne. Mohair. Ja, also es gab, glaube ich, noch ein paar Mohair-Stränge. Und es gab noch genau einen Glitzersockenwollstrang. Und dieser Glitzersockenwollstrang wurde meiner. Und der ist so wunderschön. Und ich weiß auch schon, wem diese Socken gehören werden. Ja, also das ist Never Lupus. Tolle Wolle. Großartige Referenz. Hat mir großen Spaß gemacht. Löst sich auf. Ich glaube, ich muss die anwickeln und bald anschlagen. Ja, so. Und damit wäre ich tatsächlich am Ende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wenn ihr es noch vorher seht oder am Wochenende selbst. Und genießt das Wetter, wenn es noch gut ist. Und lasst keine Maschen fallen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.